Einen wunderschönen Donnerstagabend wünschen wir euch und damit herzlich willkommen zur ersten Review, die wir euch diese Woche präsentieren wollen. Und Donnerstag, früher war das doch eigentlich immer Samstag, wenn die Schuhe rausgekommen sind. Ja, und das war immer neu im Schuhkarton, hieß das, glaube ich. Ne? Genau, jetzt kommt auf einmal donnerstags, weil der ein oder andere Hersteller, das ist so Donnerstag, Freitag und ein bisschen Samstag noch, also jeder sucht sich da so seine eigenen Tage, deshalb jetzt eben auch am Donnerstag, aber wir machen es wie gewohnt. Wir gucken jetzt erstmal runter an unsere Füße, was wir da tragen. Du trägst Reebok, ne? Hikmet, wie hast du das? Ist schon ganz geil, das Ding. So, ja. Das ist der, den wir das letzte Mal vorgestellt haben. Genau, Klapsi von Kendrick Lamar, der mit der Gamsohle. 90 Euro, Alter, was willst du machen? Das ist ein Knaller. Also für Preis-Leistung, Hammer. Du? Ich habe das andere Ende der Preisskala genommen. Ich habe den Essex Meter Run. Was kostete das Ding? 260. Aber der beste Running Shoe ever. Ja, Originaltext Essex, nicht von mir gesagt. Die Woche beginnt mit einem Dreier. Denken wir sind falsch. Mit dem Silver Pack von Adidas. Zum Super Bowl kam schon der Ultra Boost und eine Ultra Boost Cleat, also ein Fußballschuh. Und die beiden liegen bei 200 Euro. Den gibt es jetzt auch noch mal als Uncaged, also Ultra Boost und Ultra Boost Uncaged. Seit heute im Handel. Und dazu kommt heute auch mit dieser silbernen Sohle der Pure Boost, der kommt noch dazu. Genau, ist dann komplett überarbeitet. Also wer ihn jetzt so von 20, oh Gott, wann kam der raus? War der 12 schon? Der 13 erst, ne? Wer ihn kennt, der sah mal ein bisschen anders aus. Eine Sache hat jeder Pure Boost, der bisher kam, nämlich unten keine Torschenbar. Deshalb schwimmt man immer so ganz gerne in den Schuhen. Das Ding ist ehrlich gesagt echt gelungen. Also ich glaube, der Uncaged ist ja so ein bisschen bei einigen nicht so beliebt. Aber das Ding finde ich echt gut. Ich weiß nicht, wie die Leute das finden, aber sehr, sehr Yeezy-esque. Insbesondere so mit diesem Gewurstel hier. Ich weiß nicht, wie bequem das ist. Genau, Gewurstel da oben, dann auf der Seite, das sieht man auch nicht ganz gut, ne, die Breite. Ja, total. Also die Sohle, die stellt sich wirklich aus. Aber es sieht aus wie beim V2, ne? Ziemlich ähnlich, aber doch noch irgendwie eigenständig, finde ich halt. Dadurch, dass die Schnürung seitlich aufgesetzt ist, sind einige Details, die den Schuh doch zu einem eigenständigen Schuh machen. Echt schön. Mörderbequem, sieht gut aus am Fuß, also bei dem hier vieles richtig gemacht, 150 Euro kostet er auch hier. Auch noch fairen Preis, ne? Und die zwei liegen bei 200 Euro, bei dem Uncaged finde ich ganz cool tatsächlich, dass er hier auf den Seiten, es ist übrigens auch auf der Seite, noch die Möglichkeit bietet, die Schnürung für euch selbst anzupassen, also ein bisschen, wenn ihr schmalere Füße habt, das Ganze ein bisschen breiter zu machen oder wenn ihr breitere Füße habt, ein bisschen enger zu machen. Bei dem hier eben, den fand ich beim Super Bowl, als er rauskam, schon ganz geil. Ich frage mich, ob die silberne Sohle, klar, wenn das Silberpack heißt, logisch, aber für mich wäre es auch ohne silberne Sohle klargegangen, finde es aber ganz interessant, weil das haben wir auch irgendwie vorm Dreh noch gesagt. Es ist ganz interessant, dass es halt nicht so in your eye silber reflektierend glänzend ist. Es sieht eher so wie so ein gutes Mittelgrau aus. Also das ist schon echt okay. Kann man nicht meckern. Guter Schuh, der hier gefällt mir echt gut. Bin mir noch nicht so sicher über diese Plasteteile, aber geben dem Ganzen noch ein bisschen Wertigkeit. Genau, ich finde auch die zwei hier, also den Ultra Boost finde ich ganz geil. Ich mag ihn uncaged persönlich nicht so gerne. Ich finde den ganz cool, ich finde den Pure Boost auch ganz geil. Die zeigen wir euch jetzt auch noch am Fuß und dann könnt ihr mal gucken, was ihr davon haltet. Sagt auf jeden Fall, was ihr von diesem Pack haltet. Ja, genau. Alle, die noch Bock auf die Schuhe haben, der Ultra Boost, habe ich eben beim Dreh gesehen, ist schon vergriffen bei vielen Händlern. Aber der Adidas Performance Store in Berlin hat noch welche und er kriegt am Montag sogar noch einen Restock. Also auch von dem hier? Von dem weiß ich, haben sie auch, aber da gibt es, glaube ich, keinen Restock. Okay. Dem gibt's der hier ist ja, glaube ich, recht limitiert, ne? Der ist sehr limitiert, der ist, glaube ich, auch sehr limitiert, aber von dem auf jeden Fall Montag nochmal Restock im Adidas Performance Store auf dem Townsea. Und ja, dann wie jedes Mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, würden wir uns sehr freuen. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Review hier. Ja, macht das. Welcher ist euer Favorit? Wir freuen uns auf eure Kommentare und sehen uns dann morgen wieder hier mit der nächsten Review. Bis dahin, schönen Abend euch.